heute ist der Tag, der vor 4 Monaten angekündigt wurde. Wir fahren gerade zu Blue Hole in Dahab. Wir sind hier in Dahab bei Blue Hole Dive Challenge 2014 im Tropical Dahab Oasis. Am Anfang war die Vision, 50 Taucher für das Event zu begeistern. Jetzt stehen wir hier mit fast 80 Tauchern, mit sämtlichen Pressevertretern und ganz vielen Sponsoren und Partnern. Es geht um Tauchen, um die Destination Dahab kennenlernen, um Freundschaften schließen, ganz viel Spaß haben, aber auch natürlich Tourismus in Ägypten weiter zu fördern. Die Blue Hole Dive Challenge ist eine Aktion, die wir mit verschiedenen Partnern dieses Jahr ins Leben gerufen haben, als wir gemerkt haben, dass die Tauchregion Ägypten ein bisschen an Kunden verliert. Wir haben das für sehr schade gefunden, weil wir wollten einfach aufzeigen, dass die Region wirklich noch eine Region ist für Taucher, die jeden Tag was Neues zu bieten hat. Und das ist im Prinzip der Hintergrund der Blue Hole Dive Challenge, so viele Taucher wie möglich hierher zu bringen und ihnen die tolle Unterwasserwelt zu zeigen, die in den letzten Jahren, in denen weniger Kunden im Wasser waren, wirklich dazu gewonnen haben. Die Woche ist vorbei, leider viel zu kurz. Es war ganz, ganz toll. Es war super entspannt. Die Leute waren auch nicht zu ehrgeizig. Es gab keinen Neid. Man hat sich miteinander gefreut. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Woche, woran natürlich auch die Laguna Divers mit schuld waren, die hier einfach ganz große Arbeit geleistet haben. Die haben wirklich sehr, sehr viel gemacht, dass das Ganze so reibungslos funktioniert hat. Das Hotel, die Menschen, das war eigentlich so mit das Schönste dran. Es ist eine schöne Herausforderung, Menschen, die interessiert sind an der Fotografie, an der Taucherei, ihnen praktisch diese Fotografie so nahe zu bringen, dass sie es auch wirklich vernünftig anwenden und dass sie nach einer Woche nach Hause gehen und einfach einen Lerneffekt haben und mehr Spaß an der ganzen Fotografie haben. Ja, die Blue Hole Dive Challenge hier in Dahab gibt uns einfach die Möglichkeit, direkt mit den Tauchern zu arbeiten und ihnen durch diese unterschiedlichen Challenges, die sie hier in 4 verschiedenen Stationen machen und vor allem am Blue Hole, einfach mal unser Produkt direkt an den Kunden, an den Endkunden, den Taucher selbst zu bringen und ihnen nochmal genau zu zeigen, was haben sie eigentlich für Vorteile durch Reef Interactive. Und man kann sich ja vorher nie vorstellen, wie dieses Blue Hole eigentlich aussieht, wie der Ausgang aussieht und wie es eigentlich da drin liegt. Und wir können das den Tauchern jetzt endlich mal zeigen. Die können dann reingehen und das Schöne ist, wenn sie dann wieder rauskommen und verstanden haben, wie das funktioniert, viel entspannter tauchen waren, weil sie vorher wussten, worauf sie sich einlassen. Das ist schon echt eine schöne Erfahrung. Die Blue Hole Dive Challenge ist dafür einfach die perfekte Möglichkeit. We'll be right back.
Willkommen zur SeaStar Discovery, dem wohl härtesten Model-Contest des Planeten. Semra, Sabrina, Natascha und Elisabeth kämpfen um den Titel des SeaStar Girl 2014.